Danke. Vielen Dank für diesen tollen Empfang. Herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Sendung in Ihrem Kurzsender. Und, meine Damen und Herren, wir haben, glaube ich, noch 4 Tage bis zur Wahl. Ist das richtig? Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Habe ich es doch gewusst? Ich bin einfach politisch interessiert und auf Anhieb weiß ich, noch 4 Tage bis zur Wahl. Und was sagen Sie eigentlich zu folgender Frage, die heute gestellt wurde? Die Frage heißt, entscheiden Tote die Wahl? Viele werden sagen, oh Gott, nein, es sind keine geschmacklosen Witze über die Wähler der BDS. Nein! Moment! Moment! Entscheiden Tote die Wahl folgendes. Wir alle kennen doch Briefwahl. Sehen Sie, man ist nicht da am Wahlsonntag oder man will nicht ins Wahllokal oder man schickt aus Monaco, wo man hauptsächlich lebt. Ich wähle grün. Also, alle diese Möglichkeiten völlig legal und sehr, sehr, sehr viele Menschen haben vom Recht der Briefwahl schon Gebrauch gemacht. Jetzt hat man herausgefunden, von diesen vielen, vielen Briefwählern werden am 27. September schätzungsweise 10.000 nicht mehr auf dieser Erde weilen. Sie werden gestorben sein. Das ist übrigens für alle irgendwann mal der Fall. Das sage ich nur mal, bevor Sie sich empören. Nur statistisch gesehen, ja, werden 10.000 Briefwähler am 27. September abberufen worden sein. Ist doch interessant, oder? Das ist doch unglaublich. Und man kann jetzt sagen, die müssen noch ausgezählt werden. Die hat man ja schon ausgezählt. Haben diese Menschen, ja, haben... Das ist Statistik. Das ist Statistik. Vielleicht ein bisschen zu wörtlich genommen den Begriff zur Urne gehen. Ich meine, für die FDP zum Beispiel sind das Leihstimmen, die sie mit Sicherheit nie mehr zurückgeben müssen. Die können... Wie nennt man eigentlich das? Das ist für mich als Hobbywahlrechtler sehr interessant. Wie nennt man denn Unterlagen? Wie nennt man Formulare, Briefwahlunterlagen von Toten? Sind das kalte Umschläge? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen am Sonntagabend, wenn das Wahlergebnis bekannt gegeben wird, sich im Grab rumdrehen. Die einen sagen vielleicht, es ist ein bisschen gespenstisch, diese Vorstellung. Ich finde es sehr menschlich. Wissen Sie, Moment mal, ich setze mal ein passendes Gesicht auf. Ich bin dagegen in dieser Show, dass der Tod in unserer Gesellschaft tabuisiert wird. Früher stand die ganze Familie mit im Zimmer. Heute auch, es sind die Erben. Und ja, wie soll man sich das vorstellen? Einer liegt auf dem Bett, auf dem Totenlager, künstlerisch oft verewigt, kriegt nochmal die Hand geführt, kreuzt an und sagt dann, ich bin bereit. In vielen Altersheimen, Entschuldigung, in vielen Seniorenstiften greifen die Senioren zum Stift. Und überraschenderweise haben in vielen Seniorenstiften bereits bei den Briefwählern mehr als 70% die Grünen gewählt. Ja, das liegt daran, dass der Zivi hilft. Ja, Mann, gib euch hier. Hier. Was ist denn das, die Grünen? Das hieß früher Zentrum. Gut. Ja, liebe Zivildienstleister, ich war ja auch mal. Ich war ja auch mal Zivildienstleister, denn ich habe auch den Kriegsdienst verweigert aus Gewissensgründen. Ja. Damals. Ja, wir haben heute Abend absolut sensationelle Gäste. Eine der populärsten Journalistinnen, eine großartige Russlandkennerin. Das ist für uns sehr wichtig, meine Damen und Herren, die wir oft hier Scherze machen über den russischen Präsidenten, dass wir uns mal informieren können. Bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Gabriele Krone-Schmalz. Wir haben einen Mann zu Gast, der eine aufregende politische Karriere, wenn ich jetzt schon sage, schon hinter sich hat. Nein, sie dauert an.
Aber er hat schon unglaublich viel erlebt. Er war schon sozusagen links, ganz links. Dann war er SPD und das ist er immer noch. Und wenn er jetzt, wenn es klappen sollte für die SPD, dann wird er vielleicht Innenminister ab Montag. Vielleicht auch mit Hilfe vieler Brieffehler. Bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Otto Schily. Er hat mich erkältet. Das Schöne bei uns ist, wir strahlen zwar hier in Deutschland aus, aber wir haben so viele Freunde in Österreich und in der Schweiz. Und liebe Schweizer, was haben wir heute gelesen? Eine Umfrage in der Zeitschrift Mare. Das Meer. Ein Drittel der Schweizer, und das ist für mich unvorstellbar, würden gerne die Berge gegen das Meer tauschen. Können Sie das nachvollziehen? Diese wunderbaren Schweizer Berge gegen das Meer. Und ich habe gesagt, keine Berge mehr, flaches Land, Kühe, Käse, Menschen, die komisch sprechen. Wer braucht denn ein zweites Holland? Liebe Schweizer! Liebe Schweizer, wenn Sie aufs Meer hinausrufen, ja, und es kommt ein Echo zurück, dann bitte Wasserschutzpolizei anrufen. Ja. Kann's verstehen? 30% wollen die Berge tauschen und die restlichen 70% sagen nein. Nein, das ist mir zu hektisch am Meer. Diese Hektik mit Ebbe und Flut. Und Ebbe und Flut. Ich habe jetzt ein Thema für Sie, das Sie begeistern wird. Und zwar, wie heißt die Zeitschrift, die ich abonniere? Für Sie. Tolle Zeitschrift. Tolle. Ich rieche die meisten Frauenzeitschriften nur, ja? Weil diese ganzen kleinen Parfüm, wie sagt man, Pröbchen und so. Neulich bin ich auf eins draufgetreten. Also, ja, und man riecht ja, wenn man das mal angefasst hat. Und die tolle Zeitschrift für Sie, eine Zeitschrift für die intellektuelle Frau, hat eine tolle Untersuchung in Auftrag gegeben, die wir echt mal gebraucht haben. Und zwar, welcher Typ von Mann isst was? Nicht Essen im Sinn von, Essen im Sinn von Nahrungsaufnahme, nicht im Sinn von Sein. Essen isst was mit Dreierles S. Wie heißt denn das richtig? Scharfem S. Ja. Welcher Mann isst was? Also, Männer, die zum Beispiel gerne Fischstäbchen essen, hat man herausgefunden, sind was? Mütterliche Typen. Mutti, gib mir noch Fischstäbchen. Ja. Männer, die Pizza essen, sind Draufgänger. Ist ja klar. Ja. Und das Allertollste, Männer, die Marmelade essen, sind sensibel. Marmeladeesser sind Sensibelchen. Im Gegensatz zu den ganz harten Burschen, die Nutella essen, die sogar das Messer ablecken. Ich nehme zum Beispiel statt Marmelade Sprühsahne. Ja. Die klebt nicht so. Aber sie läuft natürlich, wenn sie warm ist, schneller die Brüste runter. Sensible Männer. Das sag ich mal. Sensible Männer essen Marmelade, aber ganz sensible Männer essen keine Marmelade, sondern Konfitüre. Und zwar die richtige. Quittengelee oder sowas. Was ganz ausgeflippt ist. Sonst wird nur geheult. Der Tag fing für mich schon scheiße an. Ja? Rhabarberkompott und so. Nur geheult. Und liebe Frauen, Müsli-Esser, ja, wollen erst mal reden. Was sind es eigentlich für Männer? Was sind es eigentlich für Männer, die Lapskaus essen?
oder Himmel und Äd. Hier im Rheinland eine große Spezialität. Was es genau ist, Blut- und Leberwurst, glaube ich, mit Kartoffelbrei und Apfelkompott. Aber wir wollen es nicht so genau wissen. Ja. Wir sind ja keine Nahrungsmittelexperten. Die eindeutigsten Signale finde ich in erotischer Hinsicht, ja, Sie wissen, so Flirtschüler und so, geben Männer und Frauen, wenn sie sich an einer Fischbude treffen. Oder? Da müssen wir darauf achten. Die Art, wie Männer zum Beispiel eine Austausch schlürfen. Und gegenüber steht die Frau, zu der man vielleicht Kontakt haben will, und die isst einen Hering. Das enthemmt. Es hat sich mittlerweile bei uns eingebürgert, dass wir an dieser Stelle immer einen kleinen, kulturell hochstehenden Beitrag zeigen. Und viele haben es vielleicht schon wieder ein bisschen aus dem Gedächtnis verloren. Wir sind ja noch immer im Brechtjahr. Bertolt Brecht, der große Dichter aus Augsburg, wäre ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Und er war ja nicht nur der harte politische Dramatiker und Autor, nein, er war auch ein ganz verspielter und romantischer und dem Erotischen nicht abholder Lyriker. Und jetzt da, das muss ich mal sagen, ist das ein Herbst, das wir jetzt haben? Das ist doch großartig, oder? Diese Temperatur, wenn uns die Strahlen noch einmal streicheln und während wir zur Briefwahl gehen, noch ein warmes Licht, das ist so toll. Ja. Und so einer war auch Brecht. Und wir haben ein altes Brecht-Lied ausgegraben und einen Brecht-Song, der einen völlig anderen Bert zeigt. Und den möchten wir Ihnen jetzt einmal vorstellen. Bert Brecht, Lied von den dicken Titten. Brecht! Wie ihn kaum einer kennt. Ich habe Ihnen dieses, das ist übrigens ja Wolfgang Niersbach, immer noch unser Liebling des Monats. Wir brauchen bald einen neuen für den bald beginnenden Monat Oktober. Und dieses wunderbare Gerät hier, ein Geschenk, habe ich schon mal vorgeführt. Da haben wir so viel Post und Anrufe bekommen. Was ist denn das genau? Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Es ist kein Zylinder und es ist kein Kubus, es ist auch kein Quadrat. Aber es beruhigt und es ist sozusagen ein physikalisches Rätsel. Vielleicht können Sie uns mal schreiben, wie das funktioniert. Wir wissen es nicht. Kein Motor, keine Windenergie. Es wird auch nicht heimlich angeschoben. Dreht sich. Für mich immer wieder faszinierend, weil es eigentlich sehr simpel ist, aber auf der anderen Seite auch sehr artifiziell. Und man glaubt manchmal, jetzt hält es. Und dann noch ein letztes Aufbäumen gegen den Stillstand. Für mich eine Art metallgewordene Briefwahl. Na, noch einmal. Noch ein letzter Atemzug. Noch ein bisschen zurück. Auch noch einmal vor. Also ich persönlich könnte stundenlang anschauen. Ich weiß nicht, ob Sie es langweilt. Aber schreiben Sie uns doch mal, wenn Sie wissen, wie das funktioniert. Viele wollen ja immer wissen, was machst du eigentlich, lieber Harald, bevor du deinen Dienst hier antrittst um 16 Uhr nachmittags. Ich trage Werbeprospekte aus am Vormittag. Also ich trage sie nicht aus, denn ich werfe halt immer 100 Stapel auf einmal in einen Hauseingang rein. Und hoffe, dass mich keiner von den Kontrolleuren erwischt. Und ich habe hier einen Werbespot gefunden. Tolles Auto, das überrascht es mitzuteilen hat. Der Opel Corsa, ja, zum Thema Sicherheit. Und schauen Sie mal, können Sie das lesen? Opel Corsa sagt Sicherheit. Und jetzt kommt diese entscheidende Stelle hier. Viel Sicherheit. Schick verpackt. Beim Innenleben des Opel Corsa geht es nicht um Eleganz. Das ist nicht ganz neu. Aber, sondern um Sie. Um Sie am Steuer. Und das hat uns sehr beeindruckt. Und wir haben uns gedacht, wenn Sicherheit so wichtig ist, dann sollten wir
schon mal sozusagen für umsonst einen Werbespot herstellen, der Ihnen zeigt, wie sicher dieses Auto ist. Und hier ist unser Angebot. Das Böse erwacht in tiefdunkler Nacht. Du bist Mutterseelenallein und niemand hört dein Schreien. Niemand? In einer Welt voller Unsicherheiten und Gefahren ist es gut zu wissen, dass einer die Wacht hält. Denn er ist die Fackel, die das Dunkel vertreibt. Er ist der Rote Corsa. Dichter Nebel liegt über dem kleinen Park am Rande der Stadt. Sabine H. geht nochmal mit dem Hund raus. Und das, obwohl sie weiß, dass der fiese Luggi Laster in der Gegend sein Unwesen treibt. Doch Sabines Hund Wurzel muss recht dringend und die unbekümmerte junge Frau ist mit ihren Gedanken sowieso ganz woanders. Denn Sabine H. ist frisch verliebt. Sie denkt nur an die leidenschaftlichen Nächte mit ihrem italienischen Freund Salvatore M., der zurzeit geschäftlich in Palermo zu tun hat. Und der Susse, war es so gut? Ja, Salvatore, es war wunderbar. Schwindelig vor hormoneller Unrast bemerkt Sabine H. die tödliche Gefahr nicht. Denn Luggi Laster lauert längst lüstern im Dickicht. Wen haben wir denn da? Ah! Luggi Laster! Der LKW des Schreckens! Wurzelfass! Seine Töle pisst noch, bis die Sonne aufgeht. Jetzt kann dir keiner mehr helfen. Hilfe! Roter Corsa! Rette mich! Oh nein! Er ist wirklich gekommen. Jetzt erhalte ich meine gerechte Strafe. Das Spiel ist aus, Luggi Laster. Jetzt erhältst du deine gerechte Strafe. Gnade, Roter Corsa. Gnade. Danke, Roter Corsa. Tausend Dank. Du lehrst die Schurken Mores. Nichts zu danken, Kleines. Dafür bin ich doch da. Das ging gerade noch mal gut. Die kleine Stadt kann wieder ein paar Nächte ruhig schlafen. Dank ihm. Dank dem Roten Corsa. Der Herbst ist da und da wir ja jede Jahreszeit gebührend feiern, wollen wir den Herbst sozusagen ein bisschen besinnlich einleiten in einer Art, die manchmal schon aus dem Bewusstsein gerät, aber nicht bei uns. Hier sind pünktlich zum Herbstbeginn unsere Bauernregeln. Grüß Gott. So, jetzt, ui, das ist aber eine schöne Schubkarre. Und hier haben wir ein Tuch, wie es die Großmutter für viele von uns noch von Hand gestickt hat. Und da haben wir diesen Spruch, der heißt, im Herbst sprießt Grünzeug aus dem Dung. Ach nee, im Frühling, Entschuldigung. Ja. Jetzt, und Sie sehen, es fällt mir schwer, was nehme ich als nächstes raus, weil es ist so viel Schönes und ich möchte natürlich nichts vergessen. Ah, so, süßes Schwein, oder? Hm? Also sowas Liebes. Und da ist folgende Bauernregel drauf, schauen Sie es hier, Sie dürfen aber nicht schauen. Nicht, dass ich schon die Pointe sozusagen, die auf der anderen Seite vom Schwänzchen hier steht, die dürfen Sie nicht lesen. Ja, so, ich halte mal hier zu, so. Der Herbstwald ist schön anzuschauen, die Blätter wie Egidius braun. Auch sehr schön. Schönes Dorfhaus, redgedeckt für viele, die jetzt in Sylt auf die Steuerfahndung warten. Dieser Spruch hier. Der Balken knarzt, die Bretter schnaufen. Du warst wohl bei Ikea kaufen. Wo geht es denn hier los? So. Hier. So. Ein Nudelholz. Und wir lesen
Der Sommer, er verschwindet wie das Sex-Appeal von Hillary. Moment, es geht weiter. Nicht nur, dass es beim Bauern das Sex-Appeal heißt, während wir mit der Lohnsteuerkarte der Sex-Appeal sagen, die Bauern sagen das Sex-Appeal, also Sex-Appeal von Hillary. Und geht im Herbst der Wind auch still, so regt sich trotzdem Clintons Bill. Noch ein? Können eins sein? Ja. Ich nehme. Ja, das hier, das sollten Sie auch schon das Kistchen sehen. Das ist ja wunderbar. Echtes Holz. Und. Hier. Kannst du lesen? Dichter Nebel, Straße nass, dicht auffahren macht jetzt doppelt Spaß. Ja. Und noch das hier als allerletztes. Schauen Sie das schöne Tablett. Und der Spruch heißt: Klingelt's im Herbst des Nachts um drei, sucht Erich Jungs für die Türkei. So, das wäre das gewesen. Frau Bäuerin, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, meine Damen und Herren. Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl. Und Sie wissen, wir haben uns hier gesagt, nein, wir können nicht nur Witze machen und wir können nicht nur darauf hinweisen. Wir müssen selber politisch tätig werden. Für den Inhalt sind die Parteien selbstverantwortlich, auch beim Wahlspot, den wir Ihnen jetzt zeigen. Harald Schmidt, Vorsitzender der Bumspartei, Senkrechtstarter der deutschen Politszene. Wir hatten Gelegenheit, ihn bei seiner fulminanten Wahlkampf-Tournee hautnah zu beobachten. Ich weiß, was Sie hier, was gerade Sie auf den Dörfern leisten. Aber das kriegen ja einige Herren in Bonn vor lauter Selbstbedienerei überhaupt nicht mit. Es kann doch nicht angehen, dass Sie am Monatsanfang weniger als die Hälfte des Bruttolohns in der Tüte haben. Das kriegen einige Herren in Bonn ja vor lauter Selbstbedienerei überhaupt nicht mehr mit. Es kann doch nicht angehen, dass Sie am Bruttolohn weniger als die Hälfte Ihres Monatsanfangs in der Tüte haben. Kann doch nicht angehen, dass Sie sich am Wochenende mit Ihrer Tüte selbst bedienen, oder was? Ja, wo kommen wir denn da hin? Das ist doch schlichtweg ein Unding. Sicher werden da viele sagen. Der hat gut reden, der Herr Spitzenverdiener. Der scheißt doch auf die Renten. Der pusht doch jede zweite Mark am Finanzamt vorbei. Während wir ackern, da läuft der doch nachts in Frauenkleidern durch unsere Grünanlagen. Gut, einverstanden. Denen, die sowas sagen, denen rufe ich zu. Ja, ich trage BH. Ja. Ich mag das! Und vielleicht würde Ihnen speiübel werden, wenn Sie alles über mein Sexualleben wüssten. Das kann doch hier nicht das Thema sein! Das ist doch Augenwischerei! Es wird Zeit für ein Signal! Jawohl! Warum sage ich Ihnen das? Keine Ahnung. Weil ich denke, dass es gut klingt. Deshalb. Wir brauchen wieder konkrete Ziele. Diese Wahl ist eine Wahl des Vertrauens. Und deshalb sage ich Ihnen jetzt, ich trage auch Strapse. Jawohl! Kein Zweifel, gegen diesen charismatischen Menschenfischer werden sich die Etablierten am 27. September schwer tun. Am 27. September ist Wahl. Das neueste Buch, meine Damen und Herren, meines nächsten Gastes, eine der populärsten Journalistinnen bei uns. 4 Jahre lang war sie Korrespondentin für die ARD in Moskau. 5 Jahre lang hat sie den Kultur-Weltspiegel moderiert. Im letzten Jahr erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Und heute Abend ist sie hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Gabriele Krone-Schmalz. Das muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Dieses Buch, In Wahrheit sind wir stärker, das ist sozusagen schon ein privater Bestseller von Ihnen. Den gibt es schon eine Weile. Den gibt es schon 9 Jahre. Ja, und das ist jetzt sozusagen die Taschenbuchversion? Ja, das ist schon noch eine Taschenbuchversion, aber die unterscheidet sich dadurch, dass sie ein langes Schlusskapitel hat, wo ich alle Frauen, die darin vorkommen, das sind 6,
bis auf eine wiedergefunden habe. Und jetzt halt erzähle, wie es denen geht, wie sich die politische Entwicklung auf ihr Leben ausgewirkt hat und auch privat, was aus ihnen geworden ist und so. Der Frauen in Russland? Nicht nur in Russland, sondern in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, das heißt auch eine aus Estland ist dabei. Die würde sich schönstens bedanken, wenn wir das unter Russland laufen ließen. Das ist ja sozusagen diese Schlamperei oder auch teilweise Unkenntnis bei uns. Man sagt halt Russland und meint den alles. Iwan. Ja, aber nein, man meint alles. Ja. Man meint das ehemalige Reich sozusagen von Frankfurt oder bis Vladivostok. Ja, aber ja, in etwa, ja. Russland selbst, das ist ja auch unfassbar groß. Groß genug, ja. Also das ist... ein Sechstel der Erde. Ein Sechstel der Erde ist allein Russland. Ja, und der Rest sind Länder wie Ukraine und Tadschikistan und was weiß ich alles. Das gruppiert sich dann so im Süden drumherum und im Norden so ein bisschen. Also Russland, die Fläche von Russland ist ein Sechstel der Erde. Ja? Jetzt ist, also mir geht es zum Beispiel so, ich kenne gerade noch Jelzin, wenn ich die Politiker sehe, und Lebed. Ja? Ich kann schon den russischen Bürgermeister von Moskau nicht mehr unterscheiden von Tschernomyrdin. Mhm. Wie heißt der Bürgermeister von Moskau? Luschkow. Das hat immer so eine Lederschlägermütze auch auf vielen Fotos. Ja. Ja. Wir selber sagen ja, hoffentlich geht es Russland bald wieder besser, damit der DAX bei uns wieder steigt. Wie ist denn die Situation in Russland für jemanden, der sich auskennt? Auf einen Nenner gebracht. Ich habe gestern zum Beispiel mit der Delegierten der deutschen Wirtschaft in Moskau noch telefoniert und die ärgert sich die Pest an den Hals, dass sie zusätzlich zu ihrer Arbeit haufenweise Interviews gibt und dann wird immer nur der Halbsatz zitiert, wo die Dramatik zum Vorschein kommt. Ja. Und das, was sie sonst erklärt und wenn sie von der Gelassenheit der deutschen Wirtschaft, der Firmen, die da bleiben und sagen, jawohl, das wird uns jetzt einiges kosten, dafür haben wir vorher auch verdient und langfristig gesehen ist es gar nicht so schlecht. Das wird abgeschnitten, nicht gesendet, nicht gedruckt und sowas alles. Das ist nicht in Ordnung. Es wird nur auf Krise gemacht. Ja, es wird nur auf Krise. Ich meine, es ist schlimm genug. Und also die Zustände in Russland, wenn die in Deutschland wären, dann hätten wir wahrscheinlich wirklich Mord und Totschlag. Aber wir sind nun mal da nicht in Deutschland. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Und was für meine Begriffe tatsächlich zu kurz kommt, ist die Rolle des Restes der Welt bei der Entwicklung im Moment. Was heißt das? War es falsch, dass wir zum Beispiel gespendet haben für Russland? Nein, das war sicher nicht falsch. Also wenn man das auf eine menschlich anständige Variante gemacht hat, dann war das sicher nicht falsch, weil das eine humanitäre Geschichte ist. Aber es war mit Sicherheit falsch, Anfang der 90er Jahre von denen zu verlangen, alles einzureißen, was die an Rastern und Spielregeln hatten. Ja. Und alles, was sie sich mühsam an Schutzmechanismen aufbauen wollten, wegzuschießen, das nannte man dann Weltmarktöffnung. Ne? Bei uns kam es dann anständig an und ob die was davon hatten, das war ja nicht so wahnsinnig wichtig. Das ist jetzt eine Facette dieser Seite, aber die kommt zu kurz. Und wenn ich kann, wissen Sie, was ich nicht mehr hören kann? Fass ohne Boden. Das kann ich einfach nicht mehr hören. Fass ohne Boden. Ja, ich verstehe es schon, mit Hilfe, Hermeskredite. Ja, genau. Und sowas, das. Ja. Wenn man mal wirklich analysiert, was darüber geflossen ist und guckt, wo das angekommen ist, dann gab es natürlich auch Schwund in Russland. Das gibt es überall auf der Welt, das gibt es auch bei uns in anderen. Ja. Klar, da fällt einem so das eine oder andere ein. Aber es ist doch wieder zurückgegangen. Wenn ich einem Land Kredite gebe, wirklich haufenweise Kredite gebe, dafür, dass die sich unsere Güter kaufen können, dann ist das natürlich ökonomischer Unfug. Und was mich, ne, also ich meine privat, wenn ich mir das was leihe und investiere und kriege was raus, ist ja gut. Hier, lieber Russe, hast du Geld, damit du bei mir das kaufen kannst. Ja. Er kauft es, das Geld ist wieder da und man will das Geld auch noch wieder haben. Wenn Sie sich überlegen, dass russische Städte bis zu 60% ihrer Lebensmittel aus dem Westen importieren für richtig Kohle, dann ist das Schwachsinn. Aber warum müssen die das? Ich meine, so ein großes Land, die könnten doch alles... Gucken Sie mal, da kommen, die haben wirklich, die sind ziemlich, ich möchte so viel auf einmal sagen und wir haben so wenig Zeit. Die haben alles. Russland ist pleite, ist der nächste Blödsinn, nicht? Russland ist nicht pleite. Ehe Russland pleite geht, geht wirklich alles mögliche andere pleite. Ja. Die sind zu reich, die müssen es mal ein bisschen anders organisieren. Und wenn man die lässt und ihren eigenen Weg gehen lässt, dann wären sie wahrscheinlich jetzt schon weiter. Ich hatte das letzte Mal, als Sie bei uns zu Gast waren, den Eindruck, Sie sind nicht ein direkter Fan von Jelzin. Das ist ungefähr richtig, ja. Sehr dezent und diplomatisch formuliert. Muss er weg? Ja, schon längst. Wer sollte dann kommen? Das ist fast schon wurscht, sage ich Ihnen. Weil Ach so. Alles, was. Ja. Ja. Weil alles. ich denke mal. Alles, was zur Debatte steht, und Zhirinowski steht nicht zur Debatte, das kann man immer nur wiederholen. Das ist der böse Rechte. Ja, das ist der böse Rechte. So, das ist ungefähr so, als würden wir sagen, Schönhuber gewinnt die Wahl am Sonntag. Ja? Ja. So. Also, Zhirinowski steht nicht zur Debatte. Alles, was sonst zur Debatte steht, ist nichts Dramatisches. Ist vielleicht für den Westen ein bisschen
ein bisschen unpraktischer, nicht ganz so bequem, weil sie sich dann mehr auf ihr Land konzentrieren und nicht darauf konzentrieren, dass sie dem Westen gefallen, um dazugehören zu können. Also lasst die Leute doch ihren Weg und darauf zu schielen, ob die jetzt nur eine kommunistische Vergangenheit haben oder nicht. Mein Gott, ich drehe es mal andersrum. Vom Westen her, die Jungreformer, wunderbar, alles prima, Jungs und sympathisch und so, motiviert bis zum Letzten. Aber die, sagen wir mal, darin zu unterstützen, dass die ein Sechstel der Erde als gigantisches Versuchslabor für ihre Lehrbuchweisheiten benutzen, das war verantwortungslos. Heute gibt es viele, die in der Richtung mitgearbeitet haben, die sagen, ja, es war leider ein Fehler, bloß uns tut es ja nicht so weh. Aber es ist noch sozusagen zu retten. Also wir Ach Quatsch, natürlich. Nicht so schlimm, wie das immer bei uns dargestellt wird. Die Leute haben genug zu leiden, aber es gibt also weder die Gefahr eines Bürgerkrieges noch sonst was in der Art und das geht auch nicht pleite, also immer mit der Ruhe. Gut, können wir da beruhigt sein. Jetzt haben Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen im letzten Jahr. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Wie läuft denn sowas ab? Ja. Ich finde es auch toll, dass Sie da sozusagen sich drüber freuen und das richtig bekennen. Viele, es ist ja auch so schick geworden. Sie nehmen es gerne an und verstecken es. Nein, ich weigere mich bewusst und so weiter. Oder ich als Hanseat nehme keine Orden an, sagt man und so. Wie ist ich sowas? Ich bin Bayer. Ja. Ja, außerdem. Niederbayern? Doch, ja, geborene. Eigentlich ganz harte Ecke. Ja, ganz harte Ecke. Der Beutler. Der Beutler? Ja. Aber in Köln aufgewachsen. Nee, ich habe da keine Probleme mit. Also, wie ist das? Gibt es einen Anruf? Ja. Gibt es einen Brief? Wie erfährt man das? Es gibt einen Brief. Und als ich den Brief überflog, wie ich das manchmal mit Briefen tue, wenn es eng ist, dachte ich, ich sollte dahin, um darüber zu berichten. Und dachte, da habe ich keine Zeit, bis ich kapiert hatte, dass ich das verliehen kriege. Ja. Dann waren Sie da. Ja. Aber wann haben Sie es denn gemerkt, dass Sie das kriegen? Als es nachdem ich den Brief vernünftig gelesen habe. Ach so, schon vorher. Ja, ja. Ja klar. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Abstufungen, ne? Oder? Ja. Erster Klasse. Ja, richtig, das habe ich. Das haben Sie. Ja. Das ist das Höchste, was man kriegen kann? Das ist, glaube ich, das Höchste, was man auf Anhieb kriegen kann. Da gibt es ja noch Steigerungsformen, wenn man das hat. Das wusste ich vorher alles nicht. Aha, und dann gibt es ja welche, die kriegen nur ausländische Staatsoberhäupter und so weiter. Ja, es gibt da eine ganze. Das es gibt eine richtige Fibel, wo das alles drin steht, auch wo man das hin tut und so. Ach so, ja? Mhm. Wo muss man das tragen? Da. Über dem Herzen. Ja, irgendwie schon. Ja. Und auch bei welchen Anlässen ist man zum Beispiel also nicht tragen darf? Es sollte schon irgendwie, glaube ich, angemessen sein, was immer das heißt. Das bleibt aber dem Träger dann vorbehalten. Ja, und man darf sich natürlich insofern nicht daneben benehmen, dass man, ich denke, wenn man im Knast landet, ist man es wieder los. Ja. Man sollte auch nicht, wenn man es angesteckt hat, irgendwie volltrunken aus dem Zelt rausgetragen werden oder so. Das mache ich aber auch nicht ohne. Das ist ja nicht bei Ihnen. Aber es kriegen ja auch Politiker aus südlichen Gefilden. Ja? Ist es richtig, es gibt ein Damenkreuz und ein Herrenkreuz? Das ist richtig, aber ich trage das Herrenkreuz. Wie kommt das? Weil das Damenkreuz ist so groß. Also das ist so schleifig. Und Aha. Ich bin eigentlich nicht der schleifige Typ. Und da haben Sie gesagt, nee, habe ich das gefragt, nicht? Ob ich das darf und das durfte ich. Und das ist so viel. Das ist nett und klein und schön. Ja, da hätte ich gedacht, die stellen sich ein bisschen. Nein. Man muss nur hin und wieder mal Fragen stellen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist es einfacher, als man glaubt letzten Endes? Ich hätte gedacht, nein, Sie nehmen das. Ja, oder gar nichts. Ja. Hier, doch. Ja. Jetzt kommt gleich Herr Schiele. Ja. Am Sonntag sind wir. Haben Sie schon gewählt? Haben Sie Briefwahl gemacht? Nein, ich bin Sie am Sonntag da. Ich gehe. Außerdem. Ja. Ja. Ich bin auch abergläubisch, ich gehe selber. Sie gehen, weil ganz persönlich, ohne dass wir wissen wollen, was Sie wählen, glauben Sie, dass die Koalition weitermachen wird? Das ist auch schon fast wurscht, sage ich Ihnen. Wissen Sie, was ich... Ja. Bin ich übrigens auch. Was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen eindeutige Mehrheiten. Das würde ich mir wünschen, damit schon wirklich fast egal wer endlich mal hergehen kann und ohne dieses ganze Koalitionsgesülze sagen kann, das mache ich jetzt mal. Und wenn das hinhaut, ist es gut und wenn nicht, dann hat es eben nicht hingehauen. Aber dass man mal was machen kann und dass man nicht immer sich vorher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, um dann zu verkünden, es ist ein Kompromiss. Ja, das wäre wünschenswert. Ja. Vielen Dank. Alles Gute. Bleiben Sie mal eine Sekunde bei uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Okay. Danke Ihnen. Gabriele Kreuz-Weiß, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast ist seit 1994 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag.
Er hat bereits eine aufregende politische Karriere hinter sich. Und wenn es, Sabine Christiansen Vokabular, wenn es denn klappen sollte, am Sonntag mit dem Machtwechsel in Bonn, dann, so heißt es, wird er der neue Bundesinnenminister. Herzlich willkommen, Otto Schily. Heute Morgen schalte ich den Fernseher ein und muss hören, neue Umfrageergebnisse. Regierung hat aufgeholt, hat jetzt fast schon aufgeschlossen zur SPD, die ja 2 bis 3 Punkte vorne lag in den Umfragen. Beunruhigt einen sowas als Spitzenpolitiker? Also da haben Sie eine andere Umfrage gelesen als ich. Wir haben nämlich wieder einen Punkt dazu gewonnen und die anderen haben einen Punkt abgenommen. Aber so ist es, natürlich. So sind die Dinge. Ja. kriegt man, also ich habe es im Fernsehen gesehen und ich habe es im Radio gehört. Kriegt man denn da auch sozusagen ein bisschen pädagogisch stützende Umfragen vorgelegt, wo man sagt, so 4 Tage vor Schluss wollen wir keinen mehr verunsichern. Mach mal das hier weg, zeig ihm das hier. Also, dass es so ein bisschen beschönigt wird. Also, ich bin Optimist, Herr Schmidt. Ich glaube, wir gewinnen. Ja. Wir gewinnen. Sie gewinnen? Kein Problem. Werden Sie dann Innenminister? Das ist nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage, welche Koalition wir dann bilden können. Und dann reden wir über die Sachfragen. Dann reden wir über die Ressorts. Ja. Und dann reden wir über die Personen. In der Reihenfolge. Wenn es zum Beispiel Rot-Grün gäbe, da kennen Sie ja schon ganz viele. Ja. Na, also, das sind ja sozusagen alte Freunde. Ja. Wäre das so Ihr persönliches Favoritmodell, was die Koalition angeht? Also mit Joschka würde ich mich gut verstehen, ja. Gut, aber der hat ja eine Partei hinten dran. Ja, also das ist sein Problem. Ja. Das ist sein Problem. Ah, kann ich da schnell mal Ärger geben, oder? Das ist sein Problem. Da finden Sie, muss er, Für Ruhe und Ordnung sorgen. Ja. Ich muss als Innenminister für Ruhe und Ordnung. Ruhe und Ordnung, das ist sehr gut. Das ist für mich als älteren Mitbürger etwas, wo ich ein bisschen Angst habe. Ich traue mich manchmal nachts nicht mehr allein in die Küche. Jetzt ist es so. Was passiert da in der Küche? Gewalt. Gewalt in der Küche? Habe ich festgestellt, bei mir im Team sind 50% Ausländer. Wusste ich auch nicht. Ja. Haben sogar Verträge, Lohnsteuerkarten und so. Also ist alles ein bisschen schon. Da gibt es natürlich jetzt für uns Konservative eine Sache, die wir wissen wollen, wie ist es mit der Sicherheitspolitik? Wir haben bisher Manfred Kanter, der das sehr liberal handhabt, fast ein bisschen liberal. Lässig. Ja? Ganz was Neues. Wird das unter einem, ich sage jetzt mal Innenminister Schily, wird das schärfer? Staatsbürgerschaft, Pässe für ausländische Kinder, für Kinder, die hier in Deutschland dann geboren werden. Womit können wir da rechnen? Also wir werden das Staatsangehörigkeitsrecht modernisieren. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe, auch für die innere Sicherheit, weil wir nicht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu Bürgern zweiter Klasse machen dürfen. Nicht die Jugendlichen türkischer Herkunft, die sprechen Deutsch. Denken Sie an Cem Özdemir, den grünen Abgeordneten, der spricht Schwäbisch. Und das ist einer, der in dieser Kultur groß geworden ist. Und dem dürfen wir die Staatsangehörigkeit nicht verweigern und vielen anderen auch nicht. Aber ich meine, der Charakter unserer Innenpolitik ist natürlich ein anderer als der von Herrn Kanter. Wir sind in der Tat mit Herrn Kanter in einem Punkt einig. Das heißt, Verbrecher müssen mit aller Entschiedenheit und Härte bekämpft werden. Aber genauso wichtig ist es, die Ursachen von Verbrechen zu bekämpfen. Und wenn eine Gesellschaft in eine Lage kommt, in der die soziale Spaltung immer tiefer wird, dann bereitet man den Nährboden. Und wir sind auch dafür, dass Verbrechensbekämpfung immer im rechtsstaatlichen Rahmen stattfindet. Sie sind sehr jung, Herr Schmidt, aber Sie kennen wahrscheinlich Höcherl nicht mehr. Natürlich, Höcherl, den legendären CSU-Politiker. Ja, der hat mal gesagt, man kann nicht immer das Grundgesetz unter dem Arm als Innenminister tragen. Ja. Und ich werde ein Innenminister sein, der immer das Grundgesetz dabei hat. Ich habe es auch heute dabei, da ist es. Mehr ist es nicht? Das ist so eine Taschenausgabe. Ja, das ist eine kleine Ausgabe, das ist sehr handliche. Ist das das Komplette oder nur das für das die... Komplette, ja. Ich hätte gedacht, es sei viel größer. Schenke ich Ihnen dann. Vielen Dank. Das ist ja eigentlich etwas sehr Wertvolles. Ja, ist was Wertvolles. Ja, und wo man auch darauf achten sollte, dass es nicht beschädigt wird. Also, das ist die Staatszugehörigkeit. Nun hatten Sie ja sozusagen schon eine Phase, wo Sie, also Sie waren immer ein richtiger Linker, kann man sagen. Bin immer noch ein Linker. Immer noch ein Linker. Ja, aber jetzt ja doch wählbar. Also, hier haben Sie mal Leute abgeschreckt. Ich sag mal, meine erste Erfahrung.
1900, weiß ich, Blumenkohl, 76 oder so, da war ich noch tief im Süden in Schwarm, da haben dann viele den Kriegsdienst verweigert. Und da war einer, den haben wir alle richtig verehrt, da hieß es, der hat sich für seine Verhandlung Tipps vom Chili geholt. Also ich war so der richtige, der linke Anwalt, auch ja in RAF-Prozessen mitbeteiligt. Und wenn Sie jetzt sozusagen heute sich als potenzielles Regierungsmitglied sehen, ja, sagen Sie dann, das ist die logische Konsequenz, also das Ende einer ganz normalen Entwicklung, oder sagen Sie manchmal, Donnerwetter, das ist ja ein ganz anderer, als ich der früher war. Also bestimmt habe ich mich auch geändert. Es gibt einen schönen Satz von dem früheren französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, nur Idioten ändern sich, insofern Idiot bin ich nicht. Aber ich denke, es gibt auch eine Kontinuität zwischen diesen beiden Phasen. Und manche wollen mir das ja anhängen und ich kriege diesen schönen Titel Terroristenverteidigung und ähnliches. Wissen Sie, ich antworte darauf, die sehr geschätzten Kollegen, die den Grafen Lambsdorff in Bonn vor dem Landgericht Bonn verteidigt haben in einem Steuerhinterziehungsprozess, das waren auch keine Steuerhinterziehungsanwälte. Also insofern denke ich, man muss in einem Rechtsstaat auch achten, dass ein fairer Prozess durch Verteidigung gewährleistet ist. Das ist auch, wenn wir bei Fußballspielen zum Beispiel ungerecht ausscheiden oder so, das ist sehr wichtig. Kommt das bei vielen durcheinander, dass bei uns eigentlich die Unschuldsvermutung gilt und dass jeder prinzipiell zunächst mal das Recht auf einen Verteidiger hat? Da ist ja sehr schnell so eine Vokabel im Umlauf wie Einschläfer. Was hat das jetzt mit Fußball zu tun? Nein, das ist sehr schön. Also, ich war linker Verteidiger auch im Fußball. Also Sie haben Fußball gespielt? Ja, nein, ich meine das mit den Hooligans und so weiter. Ja. Wo man sagt, da ist dann der Begriff, der findet einen Rechtsverdreher, der ihn raushaut. Ja? Also prinzipiell hat bei uns jeder das Recht zunächst mal auf eine Verteidigung. Das denke ich schon. Und jeder kann ja in die Lage kommen. Sie könnten in die Lage kommen. Nicht wobei zum Beispiel, was glauben Sie, was wäre? Fortgesetzte Verletzung des guten Geschmacks könnte ja bei Ihnen. Ist das ein aber, strafbar? Nein, es ist noch nicht strafbar, wird auch nicht strafbar werden. Aber ich denke, auch da bräuchten Sie mal einen Verteidiger oder einen guten Berater. Der beste Anwalt ist ja der, berät vorher, wie man sich zu verhalten hat. Also ich denke, das ist auch eine Aufgabe eines Anwalts. Es wird ja häufig gesagt, die Anwälte, die heizen den Streit an, auch gerade im Zivilrecht. Ja. Aber die Anwälte tragen sehr viel auch zur Streitvermeidung bei, durch Beratung. Vieles wird gar nicht vor Gericht ausgetragen, weil Anwälte beraten. Das ist eine wichtige Aufgabe, die Anwälte ausführen. Wie eine Einigung außergerichtlich und schon vorher? Und zum Beispiel, ja. Lass uns mal reden, gerade hier in Köln. Ja, Götze Klüngel ist ja so ein bisschen wie anwaltliche Beratung. Prozess, das kostet, machen wir hier. Das ist auch, da wirken auch Anwälte auch mit. Ja. Na, das ist ja beruhigend, dass das sozusagen nicht immer zum Prozess eskalieren muss. Denke ich so, ja. Ja. Sonntagabend, wo werden Sie sein? In Bonn oder in Berlin? In Bonn, ja. Wir müssen unseren Erfolg gemeinsam feiern. Selbstverständlich. Ja. Mit der Partei oder mit der CDU? Eine große Koalition? Über die Koalition entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ja. Nicht wir. Also ich denke, es wäre schon besser, wenn wir die stärkste Partei werden, damit wir das entscheiden können, wie es auch gerade Frau Krone-Schmalz gesagt hat. Wir brauchen eine klare Mehrheit. Deshalb muss die SPD die stärkste Partei werden. Und wenn man sich an meinen Wahlslogan, den habe ich Ihnen auch noch mitgebracht, ja. Hält, nicht? Gucken Sie mal, das ist doch ein schöner Wahlslogan. Das ist großartig. Ja. Der passt auch zu sein Eins. Denken schadet nichts. Ja, ich finde, wenn man sich daran hält, dann wird die Wahl für uns ausgehen. Herr Schiele, Herr Schmidt, alles Gute. Vielen Dank. Otto Schiele, meine Damen und Herren. Guten Abend.